bei der Gartenbahner, unsere Gartenbahn. Heute mal ein Thema aus der Werkstatt. Das Wetter ist ja schlecht, es regnet. Die sächsische 4K. Ich habe es ja einmal schon angesprochen, dass leider die Betriebsgeräusche nicht mehr funktionieren. Alle anderen Sounds funktionieren. Wie ich das gelöst habe mit der Märklin CS3, das schauen wir uns heute an. Dafür habe ich die sächsische 4K auf einen Rollenprüfstand gesetzt und habe sie mal getestet. Wie gesagt, ich habe ja einige Tipps von euch bekommen, herzlichen Dank dafür, wie zum Beispiel Radsatzsensor, ist vielleicht ein Kabellocker oder irgend sowas, oder irgendwelche CV-Werte verstellt. Was es war, das zeige ich euch jetzt. Wie gesagt, ich habe die Lok mal draufgestellt auf den Rollenprüfstand, habe hier mal reingesehen. Kabel über Kabel, auch mit dem Hintergrund, weil eine Glühbirne hinten defekt ist, werde ich das dann im Anschluss natürlich auch reparieren. Bei der Gelegenheit habe ich natürlich ein paar Passfedern eingesetzt, um eigentlich das Gesamtgewicht der Lokomotive zu erhöhen, damit die Zugkraft wesentlich gesteigert wird. Alle Kabel sind dran, kein Fehler gefunden. Ich könnte natürlich in das Getriebe nach unten hineinsehen, aber ich denke mal, erstmal die Lok mit der Zentrale auslesen und eventuell dort nach Fehlern suchen, ist erstmal das Einfachste. Zu jeder Lok von Märklin gibt es natürlich die passende Dokumentation. Hier kann man sich natürlich auch ein paar Notizen hinterlegen, wenn man mal was korrigiert hat oder geändert hat. Und natürlich die ergänzende Information, 4K. Vor langer Zeit habe ich mir mal für den Decoder, weil ich keine passende Dokumentation gefunden habe aus dem Internet, mit dem MFX-Decoder mal alle relevanten Tabellen und Konfigurationswerte herausgesucht. Und ich entdecke zufälligerweise Soundausgang, Fahrgeräusche von 0 auf 20. Also irgendwas habe ich hier mal geändert. Das war schon sehr verdächtig. Also irgendwas ist hier komisch. Ja, dann habe ich die Märklin CS3 Zentrale mal rausgeholt, weil eigentlich möchte ich gerne mit dieser Zentrale natürlich draußen mal fahren. Dadurch, dass sie 5 Ampere hat, habe ich bis jetzt noch nie wirklich die Gelegenheit und Zeit gefunden, weil natürlich muss diese Zentrale noch irgendwie geupdatet werden, damit der maximale Fahrstrom hier gesteigert werden könnte. Zu diesem Thema mit dem Fahrstrom von der Märklin CS3 Zentrale hat vielleicht von euch jemand eine Idee, wie ich dieses Zentrale eigentlich für 3, 4, 5 Züge, die am Ende bei meiner Steigung 6, 7 Ampere ziehen, updaten kann, wäre ich euch natürlich sehr dankbar. Ich habe mir die Dokumentation herausgesucht. Wie gesagt, ich habe die Zentrale noch nie wirklich benutzt. Eigentlich ganz prima erklärt, wie ich die verschiedenen Loks anlege, wie ich die Loks auslese. Ein ganz großer Vorteil natürlich von Märklin ist Märklin. Ich setze die Lok drauf, die Zentrale erkennt den Decoder-Typ, legt gleichzeitig den Lokname, das Lokbild prima an, also wirklich top gelöst. Jetzt zu dem Problem mit der Lautstärke, also die Betriebsgeräusche. Ich zeige euch das mal. Ihr seht hier die Lok, alles prima, Licht. Dieses Symbol sind die Betriebsgeräusche. Mache ich an. Hier drüben gibt es einen Fahrtregler. Und ihr hört keine Betriebsgeräusche. Ich mache mal zum Beispiel andere Betriebsgeräusche. Funktionieren. Aber leider nicht die Fahrgeräusche. Ihr seht die Lok-Einstellungen. Ich kann hier die Lok einrichten. Lautstärke, Minimal, Anfahrgeschwindigkeit etc. Und dann gibt es das schöne Feld Konfiguration. Ihr seht hier ganz prima, sehr übersichtlich die Lok-Konfiguration, was alles machbar ist. Ihr seht die Symbole. Diese Symbole sind die Fahrgeräusche, die leider nicht funktionieren. Aber ihr könnt ganz bequem unter dem Thema Einrichten
einfache Einstellungen vornehmen, aber auch konfigurieren. Ihr seht hier zum Beispiel, ich gehe mal ganz hoch, was sehr schön ist, es wird, sagen wir mal, die vielen Konfigurationswerte geblockt in Motor, Sound oder zum Beispiel Energiesektoren. Das Thema Betriebsgeräusche kann ja eigentlich nur Thema Sound sein. Nun die Frage an euch, warum sehe ich hier keine CV-Werte? Dazu habe ich natürlich von Märklin diese ergänzende Information. Hier kann ich dann mal circa erahnen, was es sein könnte, aber was mich schon wieder stört, warum steht hier kein CV-Wert? Habt ihr eine Idee? Ich gehe mal weiter runter. Ich habe überlegt, was könnte es denn sein? Auch im Zusammenhang mit meiner Notiz. Ich gehe runter und sehe Soundabstand 0. Bei 0 bedeutet ja, irgendetwas ist deaktiviert. Ich drücke drauf. Mach einmal 1. Das war reiner Zufall. Ich muss natürlich wieder zurückgehen. Die Betriebsgeräusche aktivieren. Und es geht wieder. Wie gesagt, das war reiner Zufall. Am Ende habe ich die Lok verstellt. Man könnte jetzt natürlich noch prima die Gesamtlautstärke erhöhen. Das geht auch wunderbar. Machen wir mal 200. Habe ich die Lautstärke erhöht. Dafür geht ihr ganz bequem in das Menü Einrichten, Lautstärke. Der Wert steht jetzt auf 200, maximal sind 255 möglich. Ich mache mal etwas lauter, sagen wir mal 220. Und die Lok ist lauter. Der Geschichte ist, ich war selber dann schuld, ich habe sie verstellt, bin eigentlich happy, dass kein Hallsensor oder Radsensor hier irgendwo defekt ist, dass kein Kabelbruch oder der Dekoder eventuell kaputt ist, sondern eigentlich das Problem sitzt davor. Was ich jetzt noch an der sächsischen 4K machen werde, sind zum Beispiel die Glühbirne hinten tauschen, sie ist leider defekt oder hat einen Wackelkontakt. Das nächste Thema: Ich hatte mal angefangen, hier mit einem Kabel für die Wagen eine Stromversorgung herzustellen, sprich für Lampen, angeschlossen an den Dekoder. Aber allerdings ist irgendwie die Spannung zu gering. Hier müsste irgendwie mehr Power rein. Das sind so Projekte, die ich an dieser 4K noch machen werde. Vielleicht auch noch eine Triebwerksbeleuchtung, das wäre natürlich ideal. Aber erstmal das Hauptproblem. Waren die Betriebsgeräusche, das funktioniert. Ich werde jetzt diese Lampe wieder reparieren und dann kann die sächsische 4K wieder in die Freiheit hinaus. Das war es erstmal von meiner Seite. Vielen Dank.